London, 1872. I have entered into the service of a new gentleman. It would seem, he's a gambling man. So, und damit willkommen zur zweiten Season von 80 Days. Wir wollen ein zweites Mal versuchen, um die Welt zu reisen. Ich habe gerade ganz kurz das Spiel angespielt und dann nochmal neu gestartet, was schade ist, denn eben konnte man noch unsere letzte Weltumrundungsroute hier auf der Karte sehen beim Intro. Jetzt ist sie weg, weil ich das gerade nochmal neu gestartet habe, aber macht nichts. Wir werden schon eine gute neue Route finden. Ich habe vor, diesmal, wenn es möglich ist, in Richtung Norden zu reisen von London aus, dann durch Sibirien mit der Transsibirischen Eisenbahn. Das wäre meine favorisierte Route, auch weil ihr es in den Kommentaren ein bisschen angedeutet habt, dass euch das auch gefallen würde. Aber ansonsten werde ich mich weiterhin versuchen, auch von den Events treiben zu lassen, denn die Events erscheinen mir durchaus sehr mächtig. Ich schaue gleich mal, wir haben diesmal a Seed 2. Achso, letztes Mal war es 1 oder was? Ah gut, anyway. Fangen wir einfach mal an. Ich drücke mal auf Begin hier. Und unser Herr Fogg kommt mal wieder aus dem Reformclub und sagt uns, wir müssen sofort packen. Es geht los nach Paris. Ich glaube auch, die erste Route ist immer Paris. Ich habe keine andere Wahl. Also packen wir Sachen ein. Die Rifle hier ist wertvoll in Paris. Die nehme ich auf jeden Fall mit. Die Evening Jacket ist auch wertvoll. Und die European Train Timetable ist tatsächlich nicht so nützlich. Das habe ich gerade eben beim letzten Start, bevor ich das gerade nochmal neu gestartet habe, aus verschiedenen Aufnahmeproblemen festgestellt, dass diese Trains hier nicht die Route nach Kopenhagen anbieten, beziehungsweise nach Amsterdam. Und insofern muss ich die gar nicht erst einpacken. Dafür haben wir jetzt eine volle Englishman's Wardrobe. Damit sollte man doch in der Lage sein, sich frühere Abfahrtszeiten zu ergattern bei manchen Gelegenheiten. Also fahren wir mal ab. Wieder mit dem Amphitrite Express, der auch unter Wasser fahren kann. Dabei sieht er nicht so aus, als würde das besonders gut funktionieren. Achso, jetzt kommt erst der Zug. Das ist natürlich der Zug. Ja, ja, natürlich. Das ist alles dasselbe wie letztes Mal, denke ich. Wir springen wieder an Bord. Ah, diesmal müssen wir nicht dem Ticketinspektor hinterher. Sondern wir haben einfach rechtzeitig ein Ticket gekauft. Und reden mit einem Herrn Verne über Paris. Ich würde nämlich gerne von Paris nach... ist nichts dabei, wo ich eigentlich hin will. Cambridge. Nein. Was? Wir sind unterwegs wegen einer Wette. Wundervoll. Bitte mehr über Paris. Ich möchte von Paris nach... Bloemfontein? Ist das nicht Afrika? Ist das nicht Südafrika? Na... Dubrovnik? Ja, okay. Der hatte überhaupt nichts Nützliches zu erzählen. Ich möchte eigentlich gerne nach Amsterdam. Und bei meinem letzten Versuch habe ich es gerade noch geschafft, nach Amsterdam hier zu fahren. Bevor ich nochmal neu gestartet habe. Da sollte sich eigentlich eine Autoroute entdecken lassen. Der Amphitrite Express fährt wieder mal gut voran. Und wir tauchen unter. Das interessiert uns alles nicht. Kennen wir ja schon. Underwater Express sind wir jetzt. Ich habe diesmal vor, zumindest die langen, großen Events vielleicht mal auf Englisch vorzulesen. Einfach nur, weil das Übersetzen teilweise recht lange dauert. Ich immer so lange zögere. Und ich einfach mal ausprobieren möchte, wie es ist, wenn ich das vorlese. Ihr könnt mir dann ja wie immer in den Kommentaren schreiben, wenn es euch nicht gefällt. Auf jeden Fall haben wir aus der Zeitung gerade gelernt, dass der Orient Express nach Bukarest hier fährt. Aber den wollen wir nicht nehmen. Wir haben andere Pläne. Ah, jetzt sieht man doch, genau, jetzt sieht man doch die letzte Route. Ist das richtig? Ganz kurz gucken. Ja, jetzt ist sie doch wieder da, unsere letzte Route. Wundervoll. Also nichts gelöscht. So, Paris. Ich möchte zur Bank. Ich möchte nämlich hier mal schnell 1000 Pfund abheben für morgen.
Und dann möchte ich zum Markt und die Rifle verkaufen. Dafür kaufen wir einen Wein ein. Wunderbar, der ist wertvoll in Kopenhagen. Open Roadside klingt gut. Cracker Biscuits interessieren mich nicht. Ich möchte exploren und hoffentlich eine Route finden. Das alles mache ich jetzt gerade so flott, weil ich das gerade eben schon ausprobiert habe. Ab Amsterdam habe ich wieder keine Ahnung. Gut, der Exposition Universelle sprawled over the grounds of the purpose-built Palais des Champs de Mars. Hot air balloons sailed gently across the sky and the powdery light of the Jablotschow candles gleamed invitingly. Jablotschkow. Okay. I was flooded with memories of the siege of Paris and my own small part in it. It was hard to believe that only a year ago I had been a blockade runner on the balloon post, which smuggled letters and communications over the Prussian forces by hot air balloon. Before my first run, an elderly artificer with a copper lily pin gleaming upon her collar had explained how to operate the burner valves and vents and how to read the wind currents by spitting into the air. I had masked my terror with arrogance and given her a cocky grin, which roused only a pained sigh in response. Alas, as an artificer, I cannot involve myself in the matters of war, she said flatly, adjusting the lie of her copper lily pin. But you, poor boy, only wish to take this package of love letters to your sweetheart at Poitiers. What? Aber ich hab kein Sweetheart in Poitiers. I, she continued grimly, helping to load another parcel of photographically reduced military documents and strategic communiques into the balloon's gondola, am taking pity on a poor love-struck boy caught in the midst of war. Back then, I had thought the siege would go on forever. Endless hungry and artillery-fired days, a terrible starving stalemate which would persist until we all died of thirst or tuberculosis, French and Prussian alike. But Paris had surrendered, and the next month the Prussians rode their horses through the city in victory, while we ate Bismarck's grain and meat as promised in the armistice. I looked at the gleaming, peaceful streets of Paris now and saw only war and siege. I doused the fires raging around the city and resurrected the horses, rats, and cats from their slaughter. I resurrected the Paris of my childhood, its gaily lit cafes and dark catacombs, its boulevards and gutters, its poets and radicals, its dark-eyed youths with whom I had danced and kissed on the banks of the Seine. I promised myself then that this is how I would remember Paris. It is how I remember my city even now. Okay, wir haben wieder dieses Kriegsevent, das ich letztes Mal war ich bei der Expo, aber ich glaube, der Krieg wurde auch kurz angerissen. Auf jeden Fall, Passepartout erinnert sich an an die Belagerung von Paris durch Bismarck. Wir haben keine andere Wahl, als hier ein Hotel zu nehmen. Und ich denke, es müsste reichen, dass wir morgen noch zur Bank kommen. Das kenne ich auch schon. Das hatten wir letztes Mal auch. Es ist quasi so ein bisschen das Tutorial, dass wir hier lange Journeys nehmen sollen. Am besten im Zug schlafen. Okay, Departures. Schauen wir mal. Das Private Car fährt um 5 ab, genau. Okay, das scheint auch immer gleich zu sein. Das war nämlich eben auch schon so. Das heißt, ich kann easy zur Bank gehen um 9. Wenn ich die Zeit vorspule. Mir meine 1000 Pfund abholen. Hatte ich schon verkauft? Ja, hatte ich schon. Und dann fahren wir direkt ab nach Amsterdam mit dem Auto. Da hilft unsere Driving Cap, deswegen habe ich die mitgenommen. Und ich habe die Cracker nicht gekauft, weil ich schon wusste, dass wir nur einen Suitcase hier unterbringen. Ein bisschen frech, ich weiß, es ist fast schon gemogelt, aber naja, jetzt nach Amsterdam verspreche ich, habe ich wieder keine Ahnung. So, die Fahrerin.
Das lese ich jetzt nicht auf Englisch vor. Sie fährt ein bisschen reckless hier, unvorsichtig. Wir halten uns fest, das wird eine Wahnsinnsfahrt. Ich versuche mal mit dir zu reden, aber beim letzten Mal war nicht sehr gesprächig. Ja. Amsterdam. Ich möchte von Amsterdam nach Kopenhagen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und sie hat keine Ahnung. Das heißt, ich kann vielleicht irgendwas über Kopenhagen rausfinden. Oh, die Paläste werden brennen nieder. Na toll, wundervoll. Ja, die hat nichts Nützliches für mich. Wir werden herumgeschleudert wie Geflügel. Und der Wind peitscht durch unser Haar. Trotzdem eine wunderbare Art zu reisen. Der polnische Erfinder Buzek war der Erste, der eine Eisenbahnlokomotive unter eine Holzkiste geklemmt hat und offensichtlich ein Genie. Solche Autos werden noch viel beliebter werden. Man sagt sogar, der König von Schweden fährt eins. Aber wahrscheinlich nur, um seine Solidarität mit den Kartoffelbauern zu zeigen. Na toll. Ich rede nochmal mit der Fahrerin und sie kann mir sagen, dass eine Tante einen Freund hatte, der an Bord der Hurtigruten arbeitet, von Kopenhagen nach Stockholm. Kopenhagen nach Stockholm ist super. Das klingt nach einer guten Route, die würde ich gerne nehmen. Im Augenblick läuft alles ganz gut, wir sind reich. Wir sind allerdings etwas spät angekommen. Wir müssen hier direkt ein Hotel nehmen. Though the people of Amsterdam move about its canal-side streets with a sense of optimism and good cheer, one look at the buildings tells another story. Perhaps 200 years ago this was the center of the world, but these days the Zulu diamond fields have drawn away the trade from Europe, and the importance of Amsterdam is a little faded. I sympathize, bien sûr. Bien sûr. France's own position has been precarious since the war with Prussia, which did not, to put it mildly, resolve in our favor. Would I walk along the Seine one day, thinking back to our days of lost glory? I approached a street peddler for advice, who greeted me with a cheerful smile beneath a caterpillar-like mustache. What is the fastest way on from here? I asked. Car, I suppose. The roads are good. The canals used to be better, but now they seem almost out of date. He sighed. It is a curse to be rich in the past. By the time the future rolls around, you are poor again. Well, ich finde, die Reichen bleiben oft reich und ihnen interessiert es nicht. Naja, wir können einen Apfel hier kaufen für ein Pound. Warum nicht? Ich kaufe ihn. Dann vielen Dank und weiter geht's. So viel Auswahl. So. Da habe ich letztes Mal neu gestartet. Und deswegen habe ich ab jetzt keine Ahnung mehr. Exploren müssen wir nicht wirklich. Wir können eigentlich direkt abreisen. Dieses Auto hier fährt um 8 Uhr ab. Gut, dass ich direkt nachgeschaut habe. Das sind ja, ist ja schon 50 Minuten. Dann keine Zeit zu verlieren. Schnelle Abfahrt. Passt bis jetzt alles ganz gut. Wir haben auch schon von Kopenhagen nach Stockholm die nächste Route ausgekundschaftet. Das heißt, wir können direkt von Stockholm nach Helsinki, schätze ich mal, den nächsten Pfad auskundschaften, wenn wir jemand haben, mit dem wir reden können. Sollte eine kurze Fahrt sein und es ist dieselbe Fahrerin, wahrscheinlich also wieder nicht besonders gesprächig. Ich versuche es trotzdem mal. Ach so, nee, wir reden mit Monsieur Fogg. Ah ja, über Money. Ja, das wussten wir schon vom ersten Mal, da haben wir das auch erzählt bekommen. Ich würde noch gerne in die Zeitung schauen, wenn ich kann, aber sieht nicht so aus, als könnte ich. So, dürfen wir auch mal fahren?
Wir dürfen. Und die Erfahrung ist wie ein elektrisches Gefühl, als würden Donnerstürme innerhalb des Holzes selbst vibrieren. Ich fahre rein nach Instinkt, ohne mir Gedanken über den Mechanismus zu machen. Das vermutlich war, wie wir, was, we came, how we came a cropper? Heißt das, ich hab's vermasselt? Ich verstehe das gerade nicht, mir ist das gerade zu hoch. How we came a cropper ist mir kein Begriff. I confess it, I drove like a loon. Ich fahre wie ein Wahnsinniger. Ja, es klingt so, als wäre, ja, ich hab's vermasselt und das Auto ist liegen geblieben. Ein paar Stunden später haben wir es repariert, aber wir sind jetzt einen Tag hinten dran. Mist! Gleich vermasselt. Siehst du, das erste Stück, das ich nicht kenne und schon vermassel ich's. Naja, immerhin haben wir die Route nach Stockholm schon bereit. Tut, my friends, tut. So, warum fahren wir überhaupt nach Kopenhagen? Wir wollen ins nördliche Europa. Vielleicht nach Russland. Wenn wir nach Russland gehen, sind die Züge von Warschau aus viel schneller als die Fähren. Vielleicht hat sie recht, vielleicht haben wir es vermasselt. Naja, egal. Jetzt sind wir da. Wir haben gesagt, wir nehmen die Nordroute. Warum nicht? Vielleicht kriegen wir ein tolles Event da oben. Oder vielleicht haben wir jetzt wieder eine wertvolle Lektion gelernt, wo wir nächstes Mal nicht lang fahren sollen. Das ist schon Tag 6 und wir sind gerade mal in Kopenhagen. Na toll. Anyway, gucken wir mal, wann diese Fähre hier abfährt. Ich hoffe ja bald. Ich möchte aber trotzdem zum Markt. Ich muss auf jeden Fall den Wein hier verkaufen. Drinking Horn, Bukarest werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. Cowboy Boots, warum nicht? Und dann das Ding hier fährt in 2 Tagen ab, aber wir können. Oh Gott, 500. Damit wir morgen abfahren können. Das ist schon viel. Und die letzten Male hat es mich ziemlich in den Hintern gebissen, schnell Geld auszugeben. Für einen Tag 500 finde ich zu viel. Das ist zu viel. Aber die Bank. Ah, die Bank hat auch zu. Es ist Sonntag. Verdammt. Dann vielleicht muss ich es doch machen. Oder ich erkunde mich nochmal. Vielleicht finde ich noch was anderes. Aber ich will nicht den Tag komplett nutzlos rumsitzen. Da ist eine Route nach Christiania aufgekommen. Christiania ist Oslo, der frühere Name für Oslo. Und in Kopenhagen schaue ich mir mal den Amalienborg Palace an, den Palast. Das, Winter, die Winterresidenz der dänischen Königsfamilie. Wir werden von Wachen aufgehalten, die uns fragen, was wir hier wollen. Nur zum Besuch. Oh. In der Wohnung von König Christian dem 9. sind wir natürlich nicht willkommen. Als wir uns verziehen, sehen wir eine Frau in einem Umhang, die etwas fallen lässt, was klappernd auf den Boden fällt. Ich heb's mal auf und geb's ihr zurück. Sie bedankt sich und nimmt den Kanister wieder unter ihren Umhang. Gerade als wir über eine enge Brücke in der Altstadt laufen, hören wir eine Explosion. Nein, verdammt. Alles falsch gemacht. Moment, ich hatte auch überhaupt keine Option. Ich musste es ihr zurückgeben, als ich gesagt habe, ich nehme es auf. Schwarzer Rauch steigt auf vom Palast. Rauch, aber keine Flammen. Das ist nicht gut. Hätten wir das irgendwie verhindern können? Vielleicht, wenn ich eine der anderen Optionen gewählt hätte. Ich glaube, es gab ja nur eine andere. Das andere war was? Mir anschauen, was sie fallen lassen hat. Vielleicht hätte ich dann erkannt, dass es eine Bombe war.
Anyway, wir müssen hier übernachten. Eine andere Wahl haben wir nicht. Und ich würde dann noch mal mit dem Hotelier sprechen. Vielleicht hat er noch eine gute Route für mich. Nein, aber wir können Vergrößerungsgläser in Stockholm kaufen, die wir in Warschau verkaufen können. Naja, ist nicht so nützlich. Dann fürchte ich, werde ich jetzt in den sauren Apfel beißen und die 500 bezahlen, um hier schneller voranzukommen. Denn gut, wir könnten zur Bank gehen. Wann fährt denn das Ding ab? Das wäre noch wichtig zu wissen. Ist das zu sehen? 11 Uhr. 11 Uhr ist viel zu früh. Die Bank macht doch erst um, ja, um 10 auf. Und ich glaube, es dauert immer 2 Stunden Bankbesuch. Das bedeutet, 11 Uhr wäre zu spät. Beim Markt war ich schon. Also 11 Uhr wäre zu früh. Wir können eigentlich nur dann zur Bank, wenn das Ding frühestens um 1 abfährt. Entsprechend nehme ich die Negotiation Option, zahle dem halt 500 und dann fahren wir direkt ab. Noch fühle ich mich gut, wir haben über 6000, das ist eigentlich alles super. Die Wardrobe hilft zumindest. Ich hätte jetzt gedacht, dass die uns wieder beim Verhandeln hilft, aber hat wohl nicht geklappt. Die Fähre aus Kopenhagen fährt prompt ab, aber beschleunigt nie auf eine überzeugende Höchstgeschwindigkeit. Ich sehe, dass Herr Fogg ungeduldig ist. Vielleicht haben wir noch eine Möglichkeit, das irgendwie zu beschleunigen. Auf jeden Fall möchte ich mit Leuten reden. Ach, nicht mit Herrn Fogg. Ich möchte wissen, wie wir in Stockholm weiterkommen. Vielleicht können wir ihm einen Apfel geben. Ja, um ihn ein bisschen aufzuheitern. Und das Shirt. Aber noch lieber hätte ich eine neue Route erkundet. Oh, noch läuft diese Reise nicht so besonders toll. Der Tag zieht sich so dahin. Und ich war noch nie jemand, der ein Problem einfach ignoriert hat. Ha, wir haben ja schlechte Erfahrungen gemacht in New Orleans mit Boilern, aber trotzdem. Ich gehe mal in den Boiler Room und schaue mich da mal um. Ach so, niemand da. Das wird über einen Schacht einfach befüllt, automatisch. Vielleicht kann man da ein bisschen was dran drehen. Die Brücke ist auch leer. Alles hier automatisch kontrolliert. Von einer großen schwarzen Box am Ende des Raums. Da schaue ich doch mal rein. Eine seltsame Maschine ist da drin. Bestehend aus drehenden Rädern und was auch immer. Wheels und Cogs sind eigentlich fast dasselbe. Seile führen nach draußen und ja, das scheint mir ein Roboter zu sein, der uns hier steuert. In der Mitte ein kupferner Globus mit einem Stylus darauf, so ein Stift oder sowas, ne? Also ich schaue mir das an, das möchte ich manipulieren. Vielleicht kann man uns direkt nach Helsinki fahren. Ja, dieser Stift gleitet entlang einer Linie, die uns zu unserem Ziel führt. Vielleicht kann ich das auf einen anderen Weg korrigieren. Aber welche der beiden Optionen ist die richtige? I tried pushing the stylus along. I tried adjusting the stylus onto a parallel groove. Ich denke, das hier könnte unsere Route ändern und das hier beschleunigt uns. Ich möchte, wenn ich kann, die Route ändern. Aha! Hey, Moment mal, wir sind hier gerade mitten durch eine Insel durchgefahren. Das ist nicht recht. Aber dafür kommen wir direkt nach Helsinki. Wie gewünscht. Wundervoll. Das gefällt mir. Da hat sich die Neugier doch ausgezahlt. Wir kommen in Finnland an. Ich habe tatsächlich mit den Bootskontrollen unser Ziel geändert.
Das muss ich Herrn Fock erzählen. Der wird bestimmt sehr begeistert sein und vielleicht hilft er uns dann auch, das dem Kapitän zu erklären. Denn der wird sicherlich nicht so begeistert sein, vermute ich mal. Andererseits, wir haben 500 Pfund bezahlt, dass der überhaupt abfährt. Das soll er sich nicht beklagen. Okay, wir kriegen ein Lob, aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob das auch wirklich so gemeint ist. Und dann erreichen wir das Ufer, den Hafen. Das Boot legt von selbst an und Moment, wir können jetzt hier ins Dock reinkrachen, das möchte ich nicht. Da ich wieder die Wahl habe, nehme ich mal das Event, wo wir nicht ins Dock krachen. Ich rufe dem Hafenmeister zu, dass der uns rechtzeitig abfängt. Es kostet uns 100 Pfund, dass wir trotzdem hier das Dock gerammt haben. Aber wir sind dankbar, dass der Besitzer des Bootes nicht an Bord war. Denn, achso, wir hatten überhaupt gar keine Crew, niemanden sonst an Bord oder wie? Na, wundervoll. Naja, war teuer, aber dafür sind wir auch wenigstens direkt nach Helsinki gekommen. Damit bin ich doch einigermaßen zufrieden. Dafür geht es dem Herrn Fock diesmal recht schlecht. Na gut, gucken wir erstmal den Markt. Eisenerz, Moskau, Odessa, klingt gut. Kaufe ich. Nur her damit. Ha'il, keine Ahnung, wo das ist, aber könnte man kaufen. Cold Climate klingt super. Ich kaufe es einfach mal. 64 ist nicht die Welt und das hier, ja, sicherlich. Okay, wir möchten auf jeden Fall hier eine Route nach St. Petersburg finden. Oh, was ist denn hier oben? Smirnberg. 1400 Meilen weit weg. Es gibt sogar gerade den Nordpol. Cool. Ich bin ja verlockt. Über den Nordpol zu reisen wäre irgendwie Cheating, oder? Auf welcher Seite darf ich denn dann wieder runter? Naja, gut. Ich guck mal, was wir für Routen finden, wenn wir jetzt hier erkunden. Und ich könnte auch zur Bank gehen. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Gucken mal, was wir hier kriegen. 1000 Pfund morgen. Das würde ich auf jeden Fall mal ankündigen. Und dann erkunden gehen. Mal gucken, ob ich jetzt gerade eine Route verpasst habe. St. Petersburg ist da. Wir können weiter nach Tromsø. Ich bin ja fast versucht, nach zum Nordpol zu fahren. Das wäre auf jeden Fall spannend. Okay. Wir werden im Visa-Office in Helsinki von einem steingesichtigen, starrgesichtigen Beamten begrüßt. Der mir auf die Schulter klopft. Ja? What the hell are you doing in Helsinki? Wir wollen nach St. Petersburg. And why the damn are you going to St. Petersburg? Wir reisen um die Welt? Ganz um die Welt? Er macht einen Kreis in der Luft. Das ist der Plan, ja? Auf welchem Weg? Dem schnellsten? Wenn das so ist, geht nicht nach Russland, sagt er. Warum nicht? Russland ist ein Ort von Zaristen und imperialen Lakaien. Auf eurer Reise, wenn ihr irgendwelche Russen seht, dreht euch um und geht in die andere Richtung. Okay. Vermeidet Russland, vertraut mir. Ihr werdet es nicht mögen. Ha, gut, ich bedanke ihm und gehe weiter. Er war doch vielleicht ein fröhlicher Mensch, aber man sieht es ihm nicht an. Na gut, tatsächlich, wenn er uns jetzt noch im Event hier sagt, wir sollen nicht nach Russland gehen, vielleicht ist das wieder an den Seed gebunden, dass Russland in diesem Seed eine schlechte Idee ist. Das hier fährt morgen ab, nehme ich an. Ja, um 4, das ist perfekt, da kriegen wir auch noch unsere Bankfunds. Das hier fährt in 2 Tagen ab, kann man aber für viel zu viel Preis Geld wieder runterhandeln. Damit ist also die Sache eigentlich schon klar. Ich möchte auf jeden Fall nach Tromsø weiter und ich glaube, das machen wir in der Folge noch, bevor wir aufhören. Also ein Hotel.
15 verschiedene Arten von Wodka gibt es hier. Wundervoll. Da muss man gar nicht nach Russland, wenn man schon in Finnland ist. Ich teste mal einen, der nach Erdbeere schmeckt. Schmeckt gut, aber naja, nicht besonders. Dann geht's weiter mit Lakritz. Süß und dunkel. Beguiling, war das was Negatives? Wahrscheinlich schon. Oder auch nicht, ich weiß nicht mehr. Ich habe die Übersetzung vergessen für dieses Wort. Ich wachte irgendwo anders auf, wie man so sagt, und stolperte zurück zu Herrn Fogg, gerade rechtzeitig für seinen, das ist ein Morgengebet, sowas, mit Kopfweh und einer weiteren ungeöffneten Flasche unterm Arm. Habe ich jetzt die Flasche dabei? Tatsache, ein Wodka. Na gut, warum nicht? Ist doch schön. Dann warten wir mal auf die Bank, wenn ich das richtig gesehen habe. Der fährt ja erst um 4 ab und geht auch schnell. War ich schon auf dem Markt eigentlich hier? Habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall möchte ich in die Bank. Wir holen uns unser Geld und der Markt. Wie? Der Markt hat schon wieder. Was? Der hat schon wieder zu? Okay, egal. Ich dachte, jetzt könnte ich da nochmal einkaufen. Ah, ich war bestimmt schon da gestern. Gerade mein Kurzzeitgedächtnis hat gerade nachgelassen. Ich habe keine Ahnung, ob ich vorhin den Markt versucht habe oder nicht. Ist jedenfalls nicht so wichtig. Wir wollen einfach weiter. Wir haben einen Abteil auf der Route von Helsinki nach Tromso, das teilweise besetzt ist von einem Pärchen blonder finnischer Gigantinnen, die in unglaublicher Geschwindigkeit und im Flüsterton reden und uns nur kurz betrachten, als wir die Kabine betreten. Den Herrn Fogg interessiert es natürlich nicht. Und die beiden Damen kichern. Aber warum nur? Ich schau mal im Restaurantwagen vorbei. Vielleicht findet man da Leute, mit denen man reden kann, wie man zum Nordpol kommt. Das wäre doch echt toll. Und ich könnte mich ein bisschen um den Herrn Fogg kümmern, aber ich brauche erst eine Route. Ah, ich rede eh mit ihm. Hier, Hose, zieh mal an. Und außerdem Biscuits, iss doch mal ein bisschen was. Und außerdem ein Wollshirt, zieh doch mal an. Wundervoll, gleich viel besser. War jetzt nicht meine Intention, aber hat auch so funktioniert. Warum nicht? Entschuldigung, sagt eine der beiden blonden Damen. Ihr habt euch nicht vorgestellt. Deswegen sollten wir es vielleicht tun. Mein Name ist Sanna und das ist Rika. Ah, mein Name ist Passepartout und wir reisen um die Welt. Tja, ja. Das ist ein seltsamer Name für einen Engländer. Ihr seid doch Engländer, oder nicht? Mademoiselle, ich bin Franzose. Sie beide sind Finnen? Ja. Wir werden niemals Russen sein, was? Aber ihr seid auch, ihr mögt keine Russen? Natürlich. Naja, Sie wollen wohl nicht drüber reden. Was können Sie mir denn über Tromso erzählen? Ein freundlicher Ort, wenn man dort Freunde hat. Na toll. Aber als Fremder sollte man es nicht besuchen. Dann sollten die beiden doch unsere Freunde sein. Da zuckt die Zeitung vom Herrn Fogg. Ah, wir kommen schon durch, sagen sie. Wir haben ein sympathisches Gesicht. Na toll. Und wo reisen die beiden Damen hin? Nach Tromso natürlich. Ja, okay, das wussten wir ja schon. In den Urlaub. Und das war der weitest entfernte Ort, den sie finden konnten. Mit dem Geld, das sie haben. Soll ich denen ein bisschen was geben?
Vielleicht hat es einen Vorteil. Sie haben gerade selber gesagt, wenn man Freunde hat, kommt man vielleicht weiter. Ah nein, sie wollen gar kein Geld. Es sind ja keine Bettler hier. Ich habe natürlich nur unser Geld gezählt, um selber voranzukommen. Selbstverständlich. Gut. Das hat nicht so funktioniert. Der Herr Fock ist nicht zufrieden und die beiden Damen sind auch abgehauen. Naja. Jetzt jedenfalls wird es spannend. Eine Reise über den Nordpol ist eigentlich Mogelei. Morning arrived not a moment too soon after the uncomfortable night we spent propped up in our seats. I attempted to engage the ladies in further chatter, but they seemed to rebuff me. That is, until the moment Monsieur Fogg slipped out into the corridor for a brief constitutional, whereupon Ricard leant immediately forward. But tell me, we are fascinated, she began. And from the look on Sanas face, they were truly of one mind. Ja, Mademoiselle, dieser Herr Fogg. Wie hängt ihr beide zusammen? Wir können es nicht erraten. Was für ein Zusammenhang? Warum reist ihr zusammen? Fragt mich Ricker. Es sieht nicht mal aus, als mögt ihr euch beide. Ihr redet nicht mal. Tja, der Herr Fogg redet selten. Aber wenn er es tut, dann ist das meistens ganz vernünftig, was er erzählt. Ich stehe in seinem Dienst, ich bin sein Diener. Oh, Sie wissen nicht, was ein Valet ist. Ein Gentleman's Gentleman. Oh. Was? A Gentleman's Gentleman's Gentleman? Sicherlich. Dann ist es ja gut, dass unser Gentleman nicht auch ein Gentleman's Gentleman ist. Dann wäre er ja auch kein Gentleman. Oh, nur ein Gentleman kann einen Gentleman's Gentleman haben. Aber bin ich denn kein Gentleman? Immerhin habe ich doch gesagt, ich bin eines Gentleman's Gentleman. Für diese Lösung, für dieses Problem habe ich keine Antwort. Oder ich sage einfach, I am French. Nein, nein, ich habe keine Antwort. Das ist mir zu kompliziert. Also bin ich doch ein Gentleman's Gentleman, Gentleman. Verlieben sich Diener auch mal? Warum? Ich darf mich niemals in einen anderen Diener verlieben. Ich erkenne doch sicherlich das Risiko. Was? Ich sehe das Glitzern in ihren Augen. Wie ein jagender Hai. Aber ich kann sie nicht. Ihr nicht das Wort abschneiden. Oh, sonst könnte man ja ein Gentleman's 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 Gentleman Gentleman werden. Oh Gott! Diese Finnen lieben Wortspiele, oder? Zum Glück kommen wir bald in Tromso an und steigen aus und sehen Rika und Sanna nie wieder. Alles klar, dann möchte ich mal ganz schnell auf den Markt. Heavy Storm. Ein Buffalo Hide. Ein Windscarf. Tja, klingt alles nur so semi-nützlich. Ich weiß immer noch nicht, wo Hail ist, aber ich behalte mal das Kalevala. Die Stiefel möchte ich auf jeden Fall auch behalten, denn wir wollen ja zum Nordpol. Ein Buffalo Hide klingt, als würde er helfen, aber andererseits steht nicht dabei, dass er hilft. Ich kaufe ihn trotzdem mal. Ich kaufe mal alles hier. Können wir alles gebrauchen. So, und dann explore ich noch. Und habe tatsächlich eine neue Route. Oh mein Gott, es geht wirklich. Wir können da hoch. Ich will das tun. Es ist großartig. Aber das war jetzt erstmal genug für die Folge.
Ich glaube, den Rest des Weges zum Nordpol müssen wir ein andermal einschlagen. Und zwar in der nächsten Folge, wo ihr sicherlich wieder zuschauen werdet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.